Pünktlich zur letzten Herbstferienwoche ist sie offen. Die Eisbahn im Planten und Blumen. Bei 14 Grad Außentemperatur stand der Saisonstart aber lange auf der Kippe. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles unter Kontrolle. Also es gab ein paar warme Tage zurückliegend, aber wir mussten ja 14 Tage vorher entscheiden, wann wir die Schalter umlegen und Techniker buchen dafür. Dann mussten wir den Weg einfach gehen und jetzt haben wir diese warmen Tage überbrückt. Ab jetzt wird's kalt, jetzt kommt eine super Saison auf uns zu. Auf 4.300 Quadratmetern Fläche können die Besucher sich unter freiem Himmel austoben. Manche müssen erst mal wieder reinkommen. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr auf dem Eis. Um Gottes Willen. Okay. Hui. Anders als ich sind einige auf der Eisbahn schon jetzt voll in ihrem Element. Juhu, so ungefähr. Also ziemlich groß. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich bin sonst auch mit meinen Kollegen immer auf der Kieler Eisbahn. Die ist halt aber leider noch nicht auf. Ich hatte ein bisschen Vorfreude. Das ist einfach großartig, sich hier mit Freunden zu treffen und einfach Zeit draußen zu verbringen. So. Ist auch nicht so voll, also kann ich auch sogar ein bisschen schneller fahren. Das ist halt eben eigentlich ziemlich cool. Hast du denn schon irgendwelche Tricks? Ja, einen. Welchen denn? So im Kreis fahren. Cool, magst du mir den mal zeigen? Davon habe ich auch Blut geleckt. Kannst du mir irgendwas ganz Leichtes beibringen? Ja klar, kann ich machen. Sehr gerne. Die Pirouette ist noch nicht ganz das Richtige für mich. Vielleicht etwas Einfacheres? Wenn man auf Knie geht, auf und dann wieder zu. Und man kann das gleich dahinter machen. Ich kann jetzt rückwärts. Also können ist gut. Und es gibt auch einige Neuheiten in dieser Saison auf der Eisbahn. Wir machen weiter beim Thema Licht. Wir sind ja eine der größten illuminierten Flächen hier in Hamburg. Und ich finde, es bringt unheimlich viel Spaß. Hier ist ganz toll. Wir haben ganz viel Geld investiert noch in weitere Lampen und Technik dafür. Und das sieht dann ungefähr so aus. Bis März hat die Eisarena geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.